Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Heute ein ganz heißes Thema. Ich kann beweisen, dass das ARD übelst zensiert, sogar die Tagesschau-Nachrichten im Fernsehen. Wenn Sie das interessiert, worum es geht, dann hören Sie mir weiter zu. Es ist wirklich brisant. Wir leben offensichtlich wieder in einem SED oder NS und so weiter Staat. Es ist brisant. Und zwar habe ich ein Video gemacht. Und zwar, man muss immer einführen. Gut. Und zwar ging es darum, dass am 6.9. laut Tagesschau die Russen irgend so ein ukrainisches Dorf bombardiert haben, um 17 Zivilisten ermordet und 35 schwerst verletzt haben. Das ist die offizielle Meldung der Tagesschau gewesen. So, Entschuldigung, ich reg mich da auf. Sie werden gleich sehen, warum. Und darüber habe ich ein Video gemacht, über die Tagesschau gibt es auch eine schriftliche Version, die hat sich irgendwie geändert. So, und jetzt habe ich der sogenannten Hindustan Times eine Mail geschrieben. Ich schreibe nämlich Mails mittlerweile nach Indien, weil die Inder berichtet haben, dass der Angriff im letzten Oktober auf Polen offiziell von der Ukraine ausgeht. Also die Ukraine haben Polen beschossen. Nur, dass Sie das wissen. Hindustan Times, YouTube. Und dann wollte ich der Hindustan Times eine Mail geschrieben, wollte die ganzen Dinge da machen. Und irgendwie habe ich wieder gestutzt. Irgendwas hat wieder nicht gestimmt. Und da habe ich gesehen, die Tagesschau hat offiziell aus ihrem Bericht, aus ihrer Tagesschau-Vorleserin, also diese Susanne, irgendwie einfach Passus rausgeschnitten. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Und dann werden Sie sehen, wir sind wieder in einem faschistischen Staat, wo wir verarscht, belogen und bedrängt. Wir müssen den Scheißdreck ja bezahlen. Und wir werden belogen, die Russen sind die Bösen dabei. Ich bin Putin-Versteher mittlerweile, weil solche Dinge, die gehen gar nicht. Und ich bin wirklich immer überlegen, ich kontaktiere jetzt, habe jetzt hier, dass ich gegen diesen... Irgendwann muss man muss das ja bezahlen. Und ich muss für vorsätzliche Desinformation bezahlen, wo es Vorschrift ist, dass man Desinformation korrigieren muss. Und das wird hier nicht gemacht, im besten Deutschland. Okay, fangen wir kurz an. Und zwar geht es um dieses Video. Das da. So. Und zwar habe ich das hier, der Faktenchecker. Und hier... Gucken wir mal, und hier hat Angriff auf Marktplatz in der Ukraine. Darum ging es. Das war irgend so ein Ort, das finden Sie überall. Moment, gucken wir mal, wie das geht. So rum. Ja, Angriff auf Marktplatz in der Ukraine. Machen wir ein bisschen breiter. So, und was sehen wir hier? Das ist mein Video, was ich gemacht habe. Nicht, weil ich mein Video jetzt präsentieren will, aber der spannende Punkt ist der da. Sehen Sie es da? 15 Minuten 41 ist dieses Video lang. So, und jetzt wollte ich der Hindustan Times eine Mail schreiben. Sollen sich das angucken, was erzählt wird und was passiert jetzt? Achtung, das ist dasselbe Video. 15 Angriffe auf Marktplatz. Und da können Sie durch, das läuft ja ab. Das ist vom Tagesschau 6.9.23, 20 Uhr. Und jetzt geben Sie Obacht. Tagesschau 6.9.23. Jetzt ist das Ding 13.55 lang. Vorher hatten wir 15.41. Okay, 2 Minuten einfach rausgeschnitten. Die Tagesschau, dazu muss man jetzt eigentlich nichts mehr sagen. Die Tagesschau, unsere offizielle Kriegspropaganda-Berichterstattung, schneidet Sachen einfach raus, weil offensichtlich Selenskyj die eigenen Leute beschossen hat und am nächsten Tag von Deutschland Taurus und so weiter zu erpressen. In diesem Sinne, mehr muss man nicht mehr sagen, mir reicht es langsam. Das ist, ich weiß nicht, was man dazu sagen muss. Im besten Deutschland, was es jemals gab, was ein Jurist sagt, der auch mit einer Frau verheiratet ist, aus Gießen,
wo es jetzt die Eritrea-Ausschreitungen gab vor 6 Wochen. Das beste Deutschland, das es jemals gab. Wir werden mit falschen Informationen gefüttert, um diese Leute dann zu wählen. In diesem Sinne, euer Ingenieurskanal. Ich habe echt die Schnauze voll, ganz ehrlich.